Wow. Was eine Arbeit. Aber jetzt haben wir den Weg frei hier. Für unsere Schmelzanlage. Für eine kleine Fabrik. Da, was ich zuerst mal automatisiere, ist der Steinabbau. Und das, was wir aus den Steinen produzieren. Stellen wir hier mal 5 Stück her. Und 2 Maschinen, 5 Öfen, brauchen wir noch ein paar Greifarme, Bänder brauchen wir auch noch, unser Holz legen wir mal ab. Oh, langt noch nicht mal, brauchen sogar noch, oh, eine große Kiste langt noch nicht mal. Teilen wir mal. Das ist ein Erz, verteilen wir auch mal. Gut aus. Eisen staut sich. Volle Kanne am Schmelzen. So. So, die Kohle. Gehen wir mal hier entlang. Eine kleine Kohleschmelze bauen. Kohleschmelze, ich meine Steinschmelze. Kam ein Nichtklopfer an die Tür. Ja, so, das folgendermaßen. Hier drüben. Ja, ohne viel Abstand. Werden wir hier die Steine reinfördern. Am besten so. Drei. Zwei. Wird es eigentlich ergeben, dass wir es hier machen, ne? Mal die Zufuhr hier hin. Hier wieder beidseitig beladen. 3, 4. Drehen wir die Greifer mal um. Genau. Dann lassen wir hier automatisch 2 Maschinen. Die Steine abgreifen. Noch einen, der nur verbrannte Steine nimmt. Dann lassen wir. Die 2 Maschinen gleich so. In eine Kiste legen. Genau, noch eine Kiste. Das
versorgen das hier alles mit Strom. Na. Geben dem Greifer hier noch eine Kiste. Sagen den hier. Hey. Ihr baut jetzt Mauern. Genau. Sagen. Das kann schon losgehen. Aber was ich machen will, eine Kiste. Auch wieder normale Steine. Öfen zu bauen. Hier schon mal rein. 50 mit. Und zur Kohle. Teilen wir hier mal großzügig. Jetzt kommen hier nochmal die Steine raus, genau. Hier die Mauern. Dann sorgen wir mal dafür, dass die Kohle auch noch hier hinterläuft. Einfach hier weg. Verteiler hin. Los geht's. Genau. So. Ich würde sagen, wir führen mal die Stromleitung hier weiter. Seite. Wir gehen nämlich unsere Hauptkohleversorgung und unsere Hauptstromleitung langlaufen. Ups. Das wollte ich nicht. Schnibbeln wir hier die Leitung ab. Das hier langlaufen. Rechts habe ich auch noch gesetzt. Ich wusste wie. Hier bleiben. Dann können wir mal die Abbaurate erhöhen. Das dauert immer ein bisschen. Ja. Und dann brauchen wir Bänder. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bauen mal hier. Das dauert noch ein bisschen. Ne? Wir lassen einen Platz, dann kommt hier das Band hin, dann ein Greifer, dann der Ofen. Da kommt dann schon der Pfosten hin. Hier. Greifarm, hier die mittlere Spur, hier die andere Seite, das ist immer 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, so 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Einen Platz lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sieben, acht, neun, zehn,
13. Oh, wie gewollt. Genau einen Platz dazwischen. Das ist ja super. Das ist ja super. So, kann ich mich mal vorbereiten. Hier gibt es einen Verteiler. Hier den Tunnel. So, den hier bereiten wir noch vor. Verteiler oder den Tunnel. Da haben wir schon mal Platz für 5 Stück. So, jetzt mal ein paar Eisenplatten. Ein paar Kupferplatten. Zack. Genug. Jetzt können wir mal den Kupferabbau noch ein bisschen erhöhen. Und 3. Rum. Kommen wir nicht durch. Wir verschieben mal den die Eisenspelzer. Trennen wir das mal hier alles ab. Da.